Oh nein, was war das? Was war das? Oh shit. Was zuletzt in Super Luigi Odyssey geschah. Zu Beginn zeigte ich einen kleinen, netten Glitch. Danach komplettierten wir das Küstenland. Ich bin froh, dass wir nie mehr dahin zurückkehren müssen. Im Schlemmerland machte ich diesen Raum ohne die Plattform, aber die wahre Challenge war dieser Jump. Es dauerte fast 2 Stunden. Ich erklärte aber auch noch, wie ihr ihn am besten schaffen könnt. Ciao zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Super Luigi Odyssey. Heute machen wir das Ruinland und das Bowserland fertig. Das Bowserland könnte ein bisschen länger dauern, aber hier jetzt das Ruinland, das sollte relativ schnell gehen. Da gibt es nur eine Bonus-Stage und die machen wir auch gleich. Ja, wir wollen ja immer zuerst die Bonus-Stages machen. Da kann ich euch auch gleich einen kleinen Glitch zeigen. Ja. Und zwar, ich glaube, jetzt kann ich auch gleich da zeigen, und zwar, wenn man da rausgeht und dann kann man auf den Globus wirft, genau, dann ist die Kamera ein bisschen seltsam. Diesen Glitch habe tatsächlich ich selber mal herausgefunden. Ich verlinke euch mal vielleicht ein altes Video von mir, wo ich den gezeigt habe. Und ja, das ist ein Glitch, den ich selber gefunden habe und ja, so viel ändert sich da jetzt nicht. Wenn man wieder zurückgeht, ist die Kamera wieder normal. Aber normalerweise ist die Kamera in diesem Screen immer so fixiert. Aber wenn man direkt aus der Röhre rausgeht und dann Cappy auf den Globus wirft, dann ist es ein bisschen seltsam. Ich nehme mal an, viele von euch wussten das nicht, aber so krass ist es jetzt wirklich nicht. So, jetzt, dieser Bonus ist eigentlich relativ cool. Da müssen wir zuerst diesen Charging Chuck befreien oder wie heißt er offiziell? Das interessiert mich jetzt. Wie heißt er offiziell auf Deutsch? Football Chuck, okay. Football Chuck, okay. Also auch ein englischer Name. Ja. So. Okay. Und jetzt können wir gleich direkt den ersten Mod einsammeln. Sollte kein Problem sein. Zack, dann haben wir den. Und für den geheimen Mond muss man, glaube ich, eine Mumie finden. Und wir können da auch noch gleich das der man kann, glaube ich, auch das der schön, genau. Und da hinten gibt es ganz viel Kohle. Ja, ich habe jetzt auch offscreen ein bisschen Geld gefarmt, weil wir müssen noch dieses Skelett-Outfit kaufen. Wir müssen auch ganz viele Monde kaufen. Und da oben sehe ich schon die Mumie, die leuchtet. Genau, die hat einen Mond. Hey, wo ist sie? Die ist jetzt verschwunden. Die hat keinen Bock auf mich. Wo bist du? Wo bist du? Da. Okay, muss drauf springen und dann gibt's einen Mond. Ein weiterer Mond ist da oben, glaube ich. Genau, da leuchtet es jetzt und es vibriert auch. Und das Outfit ist jetzt übrigens das Bowser-Outfit. Also das bekommt man, wenn man ganz viel Geld da ausgibt oder wenn man ein bisschen Geld sparen will. Im Spiel muss man dafür Geld im echten Leben ausgeben für seine Amiibo. Die kann man dann bei Onkel Amiibo einscannen. Also bei diesem Typen da kann man jede einzelne Amiibo einscannen. Die gibt dann 5 Minuten später gibt sie einen Tipp, wo sich ein Mond befindet. Also wenn man keine 50 Münzen für den Hilfetoad ausgeben will, der dann zeigt, wo sich ein Mond befindet, dann kann man bei Onkel Amiibo jede beliebige Amiibo einscannen und die gibt dann 5 Minuten später Auskunft. Und bei bestimmten Amiibo bekommt man dann auch noch ein spezielles Outfit bei dem Onkel Amiibo. Und so ist es eben auch zum Beispiel jetzt bei diesem Bowser-Outfit. Da habe ich jetzt ein bisschen Geld gespart und da ist die Prinzessin Peach mit Tiara unterwegs. Einen der letzten Monde, ja, noch 2 Welten, also das Bowserland und das Mondland und dann kann Peach schon wieder nach Hause gehen. Ja, so, dann gibt es, genau, einen Mond gibt es noch da beim Drachen hinten. Da muss man jetzt tatsächlich auf den Drachen steigen und dann leuchtet da etwas. Ja, einfach Happy drauf werfen und dann spawnt der Mond, glaube ich, ganz weit vorne. Jetzt kann man schon mal dorthin gehen und das Ruinland ist so cool, aber so klein. Ja, das ist so wirklich so schade, dass so wenig Potenzial, dass so viel Potenzial verschwendet wurde, genau. Und es gab ja einmal dieser Mod vom Skellux, wo man da hinaufsteigen konnte. Ich verlinke euch vielleicht mal das Video in den Infokarte. Es war ein wirklich cooles Video, auch eine ziemlich coole Challenge. Und das ist ein Mond. Und da muss man, glaube ich, 50 Mal dagegen kicken. Und das wissen sicherlich alle, die das schon mal gespielt haben, dass das extrem langweilig sein kann. 50 Mal oder so. Ich glaube, es sind 50 Mal. Bin mir da nicht ganz sicher, dass man das so oft dagegen kicken muss. Das ist wirklich so ein kleiner Troll. Aber man kann das ganz einfach umgehen, indem man irgendwo da nach oben steigt auf den Drachen. Und dann von da weit oben, weiß ich, ob man wirklich so weit nach oben steigen muss. Aber ja, wenn man da von oben nach unten ein Stein wirft, dann kommt der Mond gleich direkt raus. So, dann sollten wir jetzt fertig sein. Im Bowserland ist der Mond quasi nicht da, sondern auf der anderen Seite auf Vale. Ja, und da gibt es, glaube ich, schon eine gewisse Anzahl an Monden. Ich glaube, es gibt 2 oder sogar 3.
Es gibt zwei Bonusröhren und überall Mond. Ich würde mal sagen, wir gehen auch da jetzt zuerst zu den Bonusröhren. Da müssen wir einfach da auf diesen Dächern entlang gehen und da gibt es neue Schleudern. Und diese Schleudern bringen uns auf diese Dächer, wo wir dann in die Röhren gehen können. Links und rechts gibt es jeweils eine Röhre und das ist ziemlich cool. Genau, da müssen wir Mondstücke sammeln. Man kann da theoretisch auch Wandsprünge machen die ganze Zeit. Ja, kann man auch machen. Ich versuche das mal. Und da darf man natürlich nicht sterben. Und ich glaube, das schafft man dann eher nicht, oder? Ich glaube, ich werde es gar nicht erst versuchen, ohne Knochentrocken. Oder sind da keine Knochentrocken, es sind Paraknochentrocken. Ja, normale Knochentrocken gibt es gar nicht in diesem Spiel. Nur solche mit Flügeln. Das ist irgendwie seltsam, wie ich finde. So, okay, jetzt gehe ich wieder in eine ganz andere Richtung als vorhin. Die Münzen interessieren mich jetzt. Oder gut, die Münzen, die interessieren mich schon. Das sind 3, 6, 9, 12, 15 Münzen. Ja, ich glaube, ein Ring, der sollte 3 Münzen geben. So, dann da gibt es doch einen Mond. Im Superstar-Mode musste man das ohne Knochentrocken machen. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr mein Superstar-Mode-Let's Play ansehen. Das ist wirklich gut geworden, glaube ich. Schon ein bisschen her, der Superstar-Mode-Let's Play. Ich will es irgendwann auf jeden Fall nochmal ein Reload davon machen, weil es hat so viel Spaß gemacht. Aber ja, das ist auch eigentlich auch ganz gut geworden. So, genau, schütteln kann ich. Ich kann schnell sein. Ich will diese Münze mitnehmen. Und dann sollte da unten genau der Schlüssel sein für den geheimen Mond. Und dann brauche ich noch ein letztes Mondstück, wenn ich diesen Schlüssel da hinten habe. Und dieses letzte Mondstück ist, glaube ich, da drin. Genau. So, dann holen wir den Hauptmond und noch den vom Schlüssel. Und dann gehen wir auf das andere Dach zu der anderen Mondquaderröhre. Und auf dem Weg zu dieser Mondquaderröhre nehme ich noch einen Pikmatz mit, weil da müssen wir diesen Pikmatz, diesem Hutgeist oder diesem Chapeau zeigen. Ich glaube, jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass die eigentlich Chapeau heißen, aber ich glaube, Hutgeist ist auch richtig. Bin mir da gerade nicht ganz sicher. So, und in dieser Röhre kommen dann Pikmatze vor. Und was ist die Merze von Pikmatz? Pikmatze, oder? Oder Pikmatz? Nein, Pikmatze. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist die Merze davon? Ich habe keine Ahnung. Pikmatze sind auch irgendwie seltsam, aber ich glaube, es ist schon richtig. So, und ich versuche das mal möglichst ohne zu machen. Gut, ich glaube, am Schluss ist es dann relativ schwierig ohne. Das wird dann viel, viel zu viel Zeit kosten. Und ich will jetzt auch zwei oder sogar drei Folgen am Stück aufnehmen, weil ich bin jetzt relativ im Stress, dass dieses Let's Play noch fertig wird. Und ich glaube, da ist gar kein Mond. Ich habe Geheimen verpasst. Ich bin so dumm. Ich habe den Geheimen vergessen. Der ist natürlich da unten. So, und dann muss ich einfach an der Wand entlang sliden und dann habe ich es eigentlich schon. Genau. Dann Kappi werfen. Und dann ist der Mond da. Oh nein, was war das? Was war das? Oh shit. Ich habe jetzt trotzdem nochmal versucht, von da aus nach oben zu kommen. Das ist relativ einfach eigentlich. Aber dann da, ich weiß nicht, ob ich das versuchen werde. Da muss man ein perfektes Timing erwischen. Und ich glaube, ich habe das schon mal geschafft, aber da braucht ihr wirklich extrem lange dafür und ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht wirklich. Genau, da kann man einen kurzen Moment erwischen, wenn man dann nach oben gehen kann, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit dafür, weil ich muss jetzt mehrere Folgen am Stück aufnehmen, damit das Display noch vor Mario Maker 2 fertig wird. Und da ist jetzt ein neuer Mond, wo es einfach vibriert hat. Da waren Vögel vorhin und das ist ein neuer Mond, weil ich glaube ich gar nicht markiert war auf der Karte, ja. Da wusste ich irgendwie, dass da etwas war. Und jetzt gibt es auch da einen neuen Mond. Ich wollte gerade Mord sagen, aber das ist etwas anderes. Mond und Mord. Das ist etwas komplett anderes. Ja. So, und ich glaube, wir arbeiten uns einfach von hinten nach vorne. So wie wir es auch vorhin gemacht haben, als wir schon das letzte Mal im Bowserland waren, macht es ja auch so, dass wir uns von hinten nach vorne arbeiteten. Und ich glaube, den Hasen habe ich schon. Den sollte ich schon haben. Und dann gibt es auf dieser Insel einige Sachen und ich glaube, das Koopa Free Running, das machen wir gleich. Also ich schalte euch da auch wieder nur das Expertenrennen rein. Es ist wirklich extrem langweilig da im Bowserland, das Koopa Free Running, weil man wirklich von da aus bis ganz zum Start muss. Man sieht es auch dort hinten, was leuchtet. Das ist wirklich extrem lange. Ihr seht auch, vorhin hatte ich 1,19 und ich glaube, ich werde so viel schneller, werde ich da jetzt gar nicht sein. So, jetzt kann man natürlich ein bisschen optimieren, aber ich glaube, der Weltrekord ist auch über eine Minute. Ich glaube, 1 Minute 7 oder irgendwie so ist der Weltrekord. So.
Dann muss man von dieser Insel zum nächsten gehen. Dann das ist wirklich so lächerlich. Da kann man nichts machen. Dann. Und dann da, ja, einfach zur nächsten Stromleitung ist wirklich nicht so spannend. Und da ist es vielleicht ein bisschen spannender, dass man da auch auf diese, Kugeln da aufpassen. Aber da passiert jetzt eigentlich nichts. Doch, es passiert etwas. Ich bin dumm. Aber getroffen zu werden ist eigentlich nicht so schlimm. Man stirbt, solange man nicht stirbt. Wenn man stirbt, ist man, muss man von vorne beginnen, glaube ich. Ja, ja, alles andere macht keinen Sinn. So, und dann da kann man, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Kann man gleich da mit einem Weitsprung gleich dorthin gehen. Ich glaube, mit einem Triple Jump oder irgendwie so mit noch Fullspeed wäre es schnell gewesen. Aber ich will jetzt da keine Zeit optimieren. Ich will einfach Erster werden. Das ist wirklich extrem einfach. So, jetzt noch die. Die letzte Insel, da wurde ich letztes Mal von Goombas getroffen. Als ich es vorhin gespielt habe, das normale Rennen. Aber jetzt sollte ich es schaffen und eine leicht bessere Zeit hinbekommen. Aber nur ganz leicht. Okay, jetzt die Frage, what else is left? Und ich glaube, was sonst noch übrig bleibt, ist einfach alles, was auf der Karte ist. Bloß noch einige wenige Sachen, zum Beispiel Prinzessin Peach. Und da muss man einfach da landen bei diesem Schlüssel. Und ich glaube, es ist wirklich nicht so schwierig. So. Perfekt. Dann kann man gleich perfekt einen Fame erwischen, dass man da nicht, dass man gleich springen kann. Habe ich nicht geschafft, aber es ist wirklich extrem einfach, eigentlich dieser Mond. Ja, ich glaube, wenn man bekommt ja immer diese Animation, wenn man von weit oben nach unten fällt, dass die extrem lang geht. Aber wenn man den richtigen Moment erwischt, kann man diese Animation, glaube ich, auch umgehen. So, jetzt sollte es da, glaube ich, nichts geben, sondern das nächste ist dann da in diesem Wasserbecken. Und zwar sind da jetzt neue Kisten und... Naja, dann muss man die einfach einstapfen, dann gibt es da einen Mond. So, und für den nächsten Mond müssen wir, glaube ich, sogar einen Peakmatz nehmen. Genau, und das ist jetzt und da gibt es jetzt neu dort hinten seinen Block. Und das ist eben der Block, welcher eigentlich bei der, der Boden ist Lava Challenge, welcher da eigentlich vonnöten gewesen wäre. Aber ja, wir haben so, bei der Boden ist Lava Challenge haben wir so getan, als ob der Block schon da gewesen wäre. So, nun muss ich dann nach oben gehen, jetzt will der. Will das nicht spawnen. Okay, gut, das war schlecht. Aber spawnt es jetzt? Ja, ich glaube, es wird jetzt spawnen. So, geradeaus. So, genau das zerstören. Und jetzt nochmal geradeaus. Jetzt sollte es eigentlich dorthin gehen. Das war zu früh. So, jetzt. Das sieht sehr gut aus. So, und von da aus gibt es in der Nähe gleich zwei Monde, die extrem schnell gehen. Auf beiden Battlefields gibt es jetzt etwas. Da gibt es wieder einen Goomba-Boss, welcher extrem schnell zu besiegen ist, oder wie auch immer, so, bam, und schon ist er tot. Und den zweiten Mond gibt es dabei Musiknoten, da einfach mit diesem Capthrow, mit dem Bewegungssteuerungs-Capthrow, man kann ja auch ohne Bewegungssteuerung machen, ist aber ein bisschen, halt ein bisschen länger. Da muss man einfach so in diese Spin-Animation gehen, dann Cap und dann Y drücken, das geht ein bisschen lang, ein bisschen langsamer und es ist schon ein bisschen knapp bemessen, aber es geht eigentlich, ja. So, dann sammeln wir mal beide Monde ein und ich will mal sehen, wie viele Monde jetzt noch übrig sind. Ich glaube, es fehlt gar nicht mal so viel, habe ich das Gefühl. Und eine Sache fällt mir gerade noch ein. Wir müssten da jetzt in dieses Gemälde rein. Das führt jetzt, glaube ich, ins Küstenland, genau. Obwohl wir schon da mit einem kleinen Trick auf dieser Insel waren, müssen wir nochmal durch dieses Gemälde, weil am Ende gibt es bei Toadette noch ein Achievement dafür, dass man durch jedes Gemälde gegangen ist. Und ja. Genau, das muss ich jetzt mal ganz kurz machen. So, und was jetzt da neu ist, ist dieser Schlüssel. Und da kann ich jetzt versuchen, sehr riskant zu sein. Das könnte einen Tod bedeuten, aber muss nicht. Okay, jetzt werde ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Da zum Schlüssel gehen. So, nach unten. Und jetzt muss ich wieder zurückgehen. Und da werde ich auch wieder sehr vorsichtig agieren. So, dann haben wir auch da diesen Mond. Auf dieser Insel gibt es nichts außer Prinzessin Peach. Und die hat jetzt auch ein sehr spezielles Outfit mit so Feuerblumen. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus und sie hat seinen Buhu. Und es ist wirklich schade, dass es in diesem Spiel gar keine Buhus gibt. Es gibt nur diese Hutgeister vom Hutland, aber keine bösen Geister so wie die Buhus. Und das ist echt schade. Ja. Okay, aber wir können da nichts ändern. Hoffen wir mal, dass es in Odyssey 2 Buhus geben wird. Ja. Also es gab ja auch schon... Buhu, den Buhu als Kaperung, schon in Mario Galaxy. Das Buhu Power-Up ist praktisch eine Kaperung. Ich glaube, das habe ich auch schon mal thematisiert, als wir im Ruinenland waren. Zum ersten Mal. So, was hat es mit diesem Mond auf sich? Ah doch, ich weiß, was es ist. Das ist dieser eine Schlüssel da. Genau, das ist wieder so ein Schlüsselloch. Und dann muss man sich einfach da hier so fahren lassen. Dann gibt es da einen Schlüssel. Und das muss man auf Cappy werfen, damit man sich mit der Stromleitung dann
retten kann. So, genau, ist eigentlich wirklich nicht schwierig. Da kann man eigentlich nicht sterben. So, jetzt auf dieser Insel gibt es da, glaube ich, jetzt ein... Genau, dieses Loch ist jetzt neu, aber da muss ich zuerst noch einen Peakmatz irgendwo finden. Und den gibt es, glaube ich, dort hinten, da gibt es neu eine Noten-Challenge. Genau, die kann man die machen ohne den Peakmatz? Mal sehen, ob das geht. Kann ich die aktivieren mit Kapi? Wird schwierig. Ich meine, wenn ich den Peakmatz jetzt schnell umbringe, kann ich das schaffen? Ich glaube nicht. Oh nein, das wird schwierig. Das wird schwierig. Ich will mich retten. Ey, diese Tod sind so unnötig. Also ich bezweifle stark, dass dieser Mond ohne Peakmatz möglich ist. Vielleicht geht das, dann könnt ihr mir vielleicht ein Video senden oder so, aber ich denke mal, es ist unmöglich, so ohne die Kappelung. So, gut, dann haben wir da den Mond und dann können wir mit dem Peakmatz auch zur anderen Seite hin. So, dann können wir da jetzt in dieses Loch gehen. Ich hoffe, das ist ein Mond, den wir noch nicht haben. Den nächsten Mond sieht man schon da in der Ferne, der ist einfach so mitten in der Luft, aber das kann eigentlich nur eines bedeuten, und zwar müssen wir da die Stromleitung dafür gebrauchen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon im Cityland, so einen Mond. Nur im Cityland konnte man den Mond auch sonst bekommen, aber da kann man ihn wirklich nur bekommen, indem man da in der Stromleitung nach oben geht. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Da kann man einfach spammen. Dann sollte es... Hä? Bin ich dumm? Dann werde ich die ganze Zeit schütteln. Genau, die ganze Zeit schütteln. So, das ist effektiver, glaube ich. So, auf der Anfangsinsel gibt es auch dort hinten einen Mond. Und da können wir auch wieder diesen Trick verwenden. Und zwar, wenn man jetzt nicht vorsichtig ist und der Vogel wegfliegt, können wir einfach in den First-Person-Mode gehen. Ein bisschen herumsehen und dann spawnt der Mond einfach. Das ist ein cooler Trick. Aber jetzt fehlt, glaube ich, trotzdem noch ein einziger Mond. Und ich habe keine Ahnung, was mit dem auf sich hat, dann frage ich mal Stakelchen. Die Sphinx über Basisfestung. Oh, ich vergesse das immer. Also jetzt wieder mit dem Teleskop da irgendwo schauen und dann sollte es da irgendwo die Sphinx geben. Nein, wo ist die? Da hinten. Ich halte meinen Controller so extrem seltsam. Jetzt gerade aber da kommt jetzt 2000 Jahre später der Mond an. 2000 Jahre später. Tada! So, dann können wir noch im Mondland den allerletzten Mondquader überhaupt sprengen und dann werden wir alle diese Monde in der nächsten Folge holen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!